Der Messestand von VZUG hier an der Swissbau ist einfach famos, ist ein Magnet und es ist ein Heimspiel für den Marktführer. Mit der Marke VZUG verbindet mich eine kompetente Partnerschaft mit guten Leuten und 1A-Produkten. Kochen, die in der Schweiz produziert werden, sind kreativ, qualitativ hochstehend, state of the art. Das häufigste eingesetzte Material in der Küche sind Anti-Fingerprint-Materialien, Oberflächen und Steine. Eine Bedeutung im Küchenbau gewinnen wird sicher die Verbindung zwischen Haustechnik und Küchentechnik. Pflegeleichte Materialien sind ein absolutes Muss in der Schweizer Küche. Anti-Fingerprint-Beschichtungen sind zwingend. Farbtrends in der Schweizer Küche gehen Richtung Grash, Kombination von Grau und Beige-Tönen. Wohnkochen sind im Trend, weil in der Architektur die Räume aufgehen. Es gibt grosse Flächen, aber weniger Räume. Wohn-, Ess- und Kochraum bildet heute fast eine Einheit. Bei der Auswahl von einer Wohnküche sollte man schauen, dass es einem persönlichen Lebensgefühl entspricht, dass es authentisch ist. Für die Haushaltgeräte in der Wohnküche bedeutet die Öffnung der Räume, dass sie verglichen werden mit anderen Elektrogeräten, sei das mit Fernsehdesign oder mit HiFi und dem entsprechenden Design. Die wichtigsten Auswahlkriterien 2016 für Haushaltselektrogeräte sind sicher die Bedienerfreundlichkeit, Menüführung und Design. Die Schweizer Küchenbauer sind vorbereitet auf Digitalisierung. Sie sind einerseits bodenständig, geerdet und pragmatisch, aber gleichzeitig arbeiten sie auch mit den Elektrogerätherstellern, mit dem VZUG ganz, ganz eng zusammen. Die Digitalisierung beim Küchenbau hat uns so gehalten. Es ist bei der Planung mit entsprechenden Software, im Verkauf, aber nachher auch mit eingebauten Geräten im Unterhalt.